zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video, Videotagebuch. Ich bin Franziska und wohne seit circa 9 Jahren, bald sind es 9 Jahre, in einem Alters- und Senioren- und Pflegeheim. Ich habe im letzten Video diesen Lippenbalsam gezeigt, den habe ich nun auf meinen Lippen. Ihr seht, er ist wirklich schön und gut. Ich möchte versuchen, jeden Tag eine kleine Sequenz zu zeigen, zu filmen. Heute ist es schönes Wetter. Ich hoffe, ich kann etwas nach draußen gehen. Wir werden es sehen. Ich erwarte noch Besuch von meiner freiwilligen Helferin. Ich bedanke mich für alle Kommentare und alle Likes. Ihr dürft mich weiterhin immer noch abonnieren. Es ist gratis, ihr müsst keine Daten angeben. Mich fragte mal jemand, ob man da Daten angeben muss. Das ist es nicht. Man abonniert mich und so könnt ihr einfach jedes Video von mir als erstes schauen. Wenn ihr mich nicht abonniert, dann müsst ihr mich suchen gehen unter Franziska Bachmann. Sonst habt ihr es gerade auf der Hauptseite. Das ist alles. Und noch einen Daumen hoch geben, das bringt mich weiter auf YouTube. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das machen könnt für mich. Und nun sage ich Tschüss, bis später. Wir sehen, ich gehe mit euch jetzt durch den Garten. Ich wollte euch noch die Seerosen zeigen, wenn sie noch da sind. Hallo. Jetzt hat es sogar noch eine rote gegeben. Wow. Die weißen sind zu. Ich zeige es euch mal. Seht ihr das? Die rote Seerose. Die gehen auf und zu. Letzte Woche war es eine weiße, jetzt eine rote. Zoom es einmal ein bisschen näher. Schön. Und der Springbrunnen, wunderschön. Und jetzt gehen wir hinten raus. Ich gehe in die Stadt. Ich möchte in ein Secondhand, das heißt Glanzstück. Und dort habe ich noch Rabatt, aber ich möchte nichts kaufen. Ich möchte nur das mal anschauen. Ich habe davon gehört, Fritzi. Und ich möchte das einfach mal anschauen, dieses Secondhand. Das muss sehr schön sein. Es hat in der Steinberggasse hier in unserer Stadt mehrere Secondhands. Ich wusste das nicht. Und jetzt gehen wir mal schauen. Ich mache jetzt hier einen Schlusspunkt, damit ich die Türe öffnen kann. Jetzt bin ich in der Stadt. Ich muss schon einen Zwischenstopp einlegen, weil es mir nicht gut geht. Ich muss nach Hause wieder. Ich kann mein Projekt nicht verfolgen. Ich muss an einem anderen Tag gehen. Das läuft ja nicht weg und ich muss meine Gesundheit achten. Deshalb gehe ich jetzt nach Hause. Bin hier am Ausruhen, weil meine Beine versagen. Aber jetzt geht's los. Jetzt werde ich nach Hause marschieren. Ich habe noch eine Cola Light bekommen, gratis. Die werde ich dann zu Hause trinken. Ich melde mich morgen wieder. Mir tut der Winter weh. Es ist wunderschön, es ist so eine Schaukel hier. Hier hat es noch eine Lounge und noch Liegestühle. Ja. Super. Bis ein anderes Mal. Ich komme. Es ist Freitag. Heute geht es ins Freibad. Das reimt sich ja gerade. Ich bin ein bisschen durcheinander. Oh, mit dem Schlauch habe ich hier ein Gewickel. Und ich habe verschlafen heute. Ich fühle mich, ich weiß nicht wie. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Es ist lärmig, aber ich habe noch das Fenster offen, da ich noch lüften möchte, weil es heute ja 30 Grad geben sollte. Der Chauffeur hat mich noch nicht angerufen. Ich habe ganz viele blöde Sachen im Kopf mit dem PayPal und
Ich habe gestern noch so lange herumtelefoniert und ich habe nichts erreicht. Ich habe das Geld nicht bekommen und der Geldspender hat das Geld auch nicht mehr und das tut mir leid. Ich habe ihm gesagt, er müsste es halt bei sich holen wieder. Ich kann nichts machen, weil es von einem anderen Land kommt. Aber es beschäftigt mich, weil ich von jedem anderen Geld geschenkt bekommen habe und das ist nicht gekommen. Und er hat es auch nicht mehr. Und das tut mir sehr, sehr leid. Entschuldige, wenn du das siehst. Ich weiß nicht was. Ich habe noch nie mit PayPal etwas zu tun gehabt und ich werde diese App jetzt streichen. Ich werde nichts mehr machen mit PayPal. Das war mir eine Lehre. Das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, habt ihr Erfahrung mit diesem Institut? Ich habe nur schlechte. Und heute mit der Anorexie bin ich. Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie schwer das ich bin. Da geht es immer noch. Aber ich bin so unruhig innerlich und vielleicht vor Freude, weil ich ins Schwimmbad kann. Und weil ich verschlafen habe, habe ich ein Durcheinander. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ihr könnt gut in den Tag. Ich muss schnell die Nase. Die Nase, die rühmt und rühmt und rühmt jeden Tag am Morgen. Immer am Morgen. Ich weiß nicht, ob das Pollen sind oder was das ist. Ich habe auch immer diesen Speichelfluss, aber das sei scheinbar gesund und Ich bin gesund, was will ich mehr? Ich muss dankbar sein. Das kommt ja gerade wieder. Ich muss dankbar sein und ja, mehr darf ich nicht sagen. Ich darf mich freuen, dass ich am Leben bin und dass es mir gut geht heute. Ich nehme jeden Tag neu und schaue, wie es geht. Macht es auch so. Jeden Tag annehmen, wie er kommt, wenn man gut gut beginnt, dann ist es am optimalsten. Wenn man, wie ich jetzt heute mit Verschlafen beginnt, ist es vielleicht nicht so optimal, aber man kann es umwandeln und dann wird es doch noch optimal. Und ich freue mich auf den Tag, ich werde ihn genießen und möchte euch von diesem Genuss auch etwas abgeben. Ich erzähle euch dann, wie es war. Bis bald. Bis dann. Der Sonnenschirm. Und die Liegen sind noch leer. Es ist noch früh am Morgen, im Wasser hat es ein paar Leute. Das ist wunderschön. Mir gefallen diese gelben Kabinen. Ich habe auch eine. So machen, weil es blendet mich. Ja. Ich freue mich. Meine Sorgen sind verflogen und ja, es war einfach blöd, das, was ich erzählt habe heute Morgen mit diesem Geld. Das war etwas dumm, aber ich bin nicht so die Gescheiteste und mein Hirn hat auch gelitten in dieser letzten Zeit. Mein Hirn, also so ist es bei der Anorexie, dass das Hirn halt auch mitleidet und das ist irreversibel. Das kann man nicht wieder zurückbringen. Also am Anfang schon, aber wenn man es über Jahre, Jahrzehnte immer zu wenig ernährt, dann bleibt es unterernährt und dann passieren solche Sachen, wie mir es passiert. Ja, jetzt kommt gerade jemand, deshalb mache ich einen Blick. Und es ist Nachmittag geworden, 4 Uhr. 25, also 16.25 Uhr, bald kommt die Pflege und ich erhalte Medikamente. Vielleicht gehe ich dann auch nochmals raus, ich weiß es noch nicht. Eigentlich sind meine Beine erschöpft und ich sollte ausruhen, da ich heute schon vieles gemacht habe. Andererseits, es ist Sommer und im Sommer sollte man den Sommer auch am Abend genießen. Ich habe mich schon abgeschminkt, ich würde also rausgehen ohne Schminke, außer dem Lippenstift. Das
putzt etwas raus, aber ich könnte es machen und mich schon daran gewöhnen. Ja. Und morgen ist dann Samstag, dann geht es wieder hoch in die Body, in das Freibad. Ich werde abgeholt um 8.15 Uhr und ich hoffe, ich verschlafe nicht. Ich hoffe, ich verschlafe nicht und dann kann ich die Sonde nehmen. Heute habe ich leider nicht alles geschafft. Das ist nicht gut. Ich habe es gesagt. Es ist nicht gut. Ich muss immer alles nehmen, auch wenn ich ins Schwimmbad gehe. Es ist wichtig, ich brauche es und mein Körper braucht es, sonst kann ich nicht garantieren. Ja, ihr wisst auch, wie das ist, wenn man nicht genug zu sich nimmt, dann wird man wieder schwächer und dann kann man plötzlich nicht mehr ins Schwimmbad gehen. Und das muss ich mir vor Augen halten, denn ich möchte ja ins Schwimmbad gehen. Das sind meine Worte für den Abend. Ich wünsche euch bis auf Weiteres eine gute Zeit. Es geht weiter. Hallo, es ist morgen geworden und es regnet draußen. Ich möchte gerne ins Schwimmbad. Ich hoffe, es wird noch die Sonne kommen bis um 8 Uhr. Ich habe mich jetzt parat gemacht fürs Schwimmbad. Ich habe durchzogen geschlafen. Ich muss da ein bisschen ins Licht gehen. Ich habe durchzogen geschlafen. Bin immer wieder erwacht. Und ich habe ja noch Medikamente in der Nacht. Und ich habe jetzt gesehen, dass ich abgenommen habe. Und das erschreckt mich jetzt wieder. Ich habe mich heimlich gewogen und habe gesehen, dass ich abgenommen habe. Auch ich muss noch den Lippenstift auf die Lippen tun. Entschuldigung. Ich habe hier einen von Essence, einen knalligen. Ich mache jetzt wieder mal knallig. Ohne Umrandung. Einfach knallig in die. Ich habe nicht so viel Augen-Make-up gemacht, deshalb möchte ich ein bisschen die Lippen betonen. Ja, ich spreche später weiter. Ja, es ist morgen, ich habe mich gerichtet fürs Schwimmbad. Es regnet und gewittert. Wenn ich ins Meteo schaue, das ist die Schweizer, vom Schweizer Fernsehen, die Wetterstation, also ja, Meteorologie von der Schweiz, dann hat es um 6 Uhr bewölkt, um 7 Uhr bewölkt, um 8 Uhr bewölkt, um 9 Uhr, ja, ich gehe. Es ist okay. Es hört jetzt auf zu regnen und es wird schön dann. Na, ich gehe. Ist okay. Ich habe schon gedacht, ich gehe nicht, weil es regnet, aber jetzt sehe ich, dass es trotzdem schön ist. Aber ich bin nicht so fit, wie ich sein sollte. Ich habe ganz wenig geschlafen. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe dann um 12:30 habe ich dann doch noch ein Tablet, also ein bisschen von einem Tablet genommen zum Einschlafen. Und dann habe ich noch das Blende. Dann habe ich noch bis um 3 Uhr geschlafen und dann bin ich aufgestanden. Und jetzt warte ich auf die Sonde, wie jeden Morgen. Meine Beine schmerzen mich. Und meine Anorexie belästigt mich. Ich habe gestern wieder so viel gemacht und ich habe heute schon wieder so viel auf dem Plan, obwohl ich keine Kraft dazu habe. Ich habe nur Kraft, wirklich nur Kraft. Und doch, ich habe so viel auf dem Plan. Und ich habe noch Besuch, bekomme ich noch. Das ist noch zwischendurch dann. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und morgen möchte ich auch noch mal ins Schwimmbad und dann mache ich wieder eine Pause. Es ist im Moment ist es sehr, sehr, sehr schlecht mit mir. Also, ich möchte etwas anderes sagen, aber ich möchte euch ja auch die Wahrheit sagen.
möchte nicht sagen, juhu, es geht mir besser, ich bin jetzt wieder zu 2. Es geht mir besser, im Gegensatz zu diesem Zeitpunkt, als ich den Zusammenbruch hatte. Aber wenn ich so weitermache, gibt es wieder einen Zusammenbruch und dann stehe ich wieder am Anfang. Oder gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Es ist gefährlich. Ich möchte das wieder einmal hinweisen, wie viele das sterben an dieser Krankheit. Es könnte mich auch treffen. Mir sagen die Ärzte, ich könnte jederzeit ein Organversagen haben und sterben. Jederzeit. Es ist immer möglich. Und ich lebe jetzt einfach, weil ich lebe und ich gerne lebe. Und so lebe ich, bis es passiert. Ich weiß ja nicht, wann das ist. Am liebsten, wenn ich schlafen würde. Es ist vielleicht nicht schön, wenn ich vom Tod spreche, aber es ist eine Realität, die wir uns mit uns tragen müssen, wenn wir diese Krankheit haben. Dass wir jederzeit sterben können daran. Es ist einfach so. Glaubt es mir. Und wenn ihr könnt, geht weg. Geht ins Leben zurück. Holt euch Hilfe. Bei mir ist es ausgeholfen, sozusagen. Ich habe so viele Therapien gemacht in meinem Leben. Ich habe nie bestanden. Ich habe nie bestanden. Ich habe kein Zertifikat bekommen. Sie haben es geschafft. Ich hatte einmal eine Weile, eine Zeit, da ging es mir besser. Vorher war ich 2 Jahre lang in einer Klinik stationär, 2 Jahre lang in einem psychiatrischen, an der Sonde auch, und habe mich losgemacht von der Sonde, konnte dann etwas zunehmen und bin dann wirklich eine Weile mit einem besseren Gewicht da gestanden und konnte dann viele Sachen noch leben, die ich sonst nicht erlebt hätte. Vorher war es der Anfang der Anorexie, wie bei jeder Anorexie, mit dem starken Bewegungsdrang und den vielen Methoden, dass ich ja kein Essen zu mir nehme, auch wenn ich hospitalisiert wurde. Ich habe immer geschummelt, ich habe alles weggeworfen, ich habe gebrochen, ich habe das gelernt im Spital, weil ich ja in einem Zimmer eingesperrt war. Musste ich mir nichts anderes zu helfen als zu brechen. Am Anfang habe ich es noch zum Fenster rausgeworfen, bis der Gärtner kam und es sagte. Und dann haben sie mir den Wasserhahn abgedreht. Dann konnte ich dort auch nichts mehr weg. Und dann beging ich heimlich aufs WC zum Erbrechen. Es ist, wenn ich zurückdenke, es war eine schlimme Zeit, die hat sich über Jahre hinaus ausgebreitet. Und jetzt lebe ich stabil, aber wieder im Moment akut in der Anorexie. Ja, so ist es. Ich möchte einfach euch bitten oder euch ermutigen, nicht bitten. Das müsst ihr selber wollen. Ich möchte euch ermutigen, den Schritt zu machen und ein besseres Gewicht zu haben, wie so ein dünkiges Untergewicht, mit dem man nichts machen kann, man angewiesen ist auf Hilfe. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist Freude, herausgehen in den Sommer und am Abend draußen sitzen und mit den Freunden zusammen sein und an Festivals zu gehen und so weiter und Musik machen. Ich habe ja Musik gemacht und nicht zu Hause sein und ich sage mir, oh, ich kann nicht mehr, ich bin so erschöpft. Das, nein, das ist es, nicht das Leben. Das ist kein Leben, das ist ein Vegetieren mit kurzen Augenblicken. Ich sage schon immer danke, dass ich wieder aufstehen darf. Ich sage das jeden Tag. Danke, ich bin wieder, ich bin wieder da, ich bin wieder erwacht, ich danke dafür. Ja. Ich spreche später mal, sonst wird es wieder so lang. Ich möchte dann noch raus mit euch. Ich habe mich abgehängt von der Sonde. Es ist Samstagmorgen. Ich wollte eigentlich ins Schwimmbad, aber wie ihr seht, es hat geregnet, gewittert, gewittert, kann ich sprechen. Und es ist immer noch so trüb und noch kühl. Ich habe einen Pulli
Pullover an, plus Blazer, plus Top, plus eine Jeans. Es kommt ein Auto, müsst mal schauen. So dick bin ich angezogen. Jetzt gehe ich ein bisschen laufen, weil ich habe nichts zu tun. Ich kann die Sonde nehmen, aber ich kann sie auch nachher noch nehmen. Jetzt gehe ich ja nicht ins Schwimmbad. Ich hänge sie dann nachher wieder an. Es geht mir heute nicht so gut. Ich habe sie schon am Morgen gesagt. Ich habe Mühe mit dem Laufen, meine Beine schmerzen und tragen mich fast nicht. Also, ich habe Mühe mit Laufen. Das ist immer, wenn es mir nicht gut geht. So ist es. So, jetzt muss ich hier eine Pause machen. Was ich noch gerne möchte, sind die Augenpads von Essence. Die in Döschen, die habe ich jetzt aufgebraucht. Die sind in Hyaluron, so wieder Hyaluron eingetaucht. Und die kann man am Morgen immer schön unter die Augen legen. Und das möchte ich holen. Es hatte keine mehr. Die sind immer schnell ausverkauft. Deshalb hole ich sie mir jetzt schnell. Augenpads hat es nicht gehabt. Sie sind in Hydragel, nicht was ich höre, warum. Sie sind in Hydragel eingelegt, das habe ich gelesen. Mein Speichelfluss wieder. Aber es hat keine gehabt und sie sind 13 Franken. Das ist mir zu teuer. Dann verzichte ich halt. Ja. So dringend braucht das jetzt auch. Ich muss eine Pause machen, meine Knie schmerzen mich. Ich weiß nicht, ob ich nach Hause komme oder ob ich das Taxi nehmen soll. Ich bin jetzt hier am Ausruhen in einem Einkaufszentrum und warte mal, ob es besser wird. Guten Morgen. Es ist Sonntag. Ich mache das Bett noch etwas nach oben. Ich habe jetzt diese Augenpads, von denen ich gestern gesprochen habe, auf den Augen. Ich bin noch müde. Es ist jetzt 5:05 Uhr. Ich stelle den Wecker aus, weil ich ja eh schon wach bin. Ich möchte heute ins Schwimmbad. Ich bin sehr müde. Aber ich werde das schaffen und ich werde in der Sonne liegen. Ich hoffe, ich schaffe es wirklich. Ich bin sehr müde. Ich hoffe, durchzogen geschlafen. Ich bin wieder so oft aufgewacht. Ja, ich habe leeres Zeugs geträumt. Ja, so ist der Morgen. Jetzt fängt er an. Jetzt gehe ich dann ins Bad und reinige mein Gesicht. Ich gehe zum Duschen und dann kleide ich mich an. Warte auf die Sonde. So ist das. Ich bin sehr müde, aber ich melde mich dann später bei euch wieder. Sehr komisch aus wie eine Eule. Ist nicht die Nachteule. Ich ziehe meine Karte, wie immer, am Morgen. Ich habe das Geschenk bekommen von der Kunsttherapeutin, ein Orakel, aber ohne Anleitung. Ich ziehe mir einfach jeden Tag eine Karte. Es sind Schmetterlinge und darauf steht dann die Tagesweisheit. Ich mische das, ich habe es vorher schon gemischt, es ist jetzt wirklich durchgemischt. Und ihr könnt schauen. Ich werde das ablüpfen und rausziehen. Religion und Spiritualität, das ist mein Motto für heute. Religion und Spiritualität. Ja. Ich mache Meditation. Ich mache das gerade. Soeben habe ich das gemacht. Vorhin. Ich habe in der Bibel gelesen. Den Kolosser bin ich am Lesen und ich muss da, ja, es geht recht ans Innere, was man, wenn man den befolgt. Es ist interessant und
mich interessiert das Ganze. Ich gehe auch nicht in die Kirche. Ich bespreche das, wenn ich eine Frage habe, dann mit dem Pfarrer einfach. Und jetzt Religion, Spiritualität, auch meine Religion. Ich meine, Religion ist sehr, sehr, sehr groß und vielseitig. Und Spiritualität ebenso. Es ist ein so großes Spektrum, was ich selber habe, ein Problem, das ich habe, ist die Anorexie, die mich im Moment sehr, sehr belästigt. Sehr, sehr belästigt. Ich möchte sie abstreifen, möchte rausspringen. Es tut mir recht. Es tut mir weh, dass ich mich so schade. Es tut mir selber weh, und wenn ich eure Kommentare lese, ist das ein Spiegel von mir, weil ich sehe es nicht. Ich sehe mich immer ganz normal. Ganz normal wie früher. Ich bin ja immer schon anorektisch, aber es gibt Phasen in meinem Leben, da ist es mehr, und Phasen in meinem Leben, da ist es weniger. Und jetzt ist es einfach wieder mehr. Und es kann noch mehr werden. Und ich weiß, was dann passiert. Und ich mache es trotzdem, ich kann mich nicht wehren. Heute gehe ich jetzt ins Schwimmbad, das freut mich. Und vielleicht am Nachmittag noch in den Garten. Ich weiß es noch nicht genau. Ich weiß noch nicht, wie ich dann kräftemäßig bin nach der Sonne. Das schlaucht einen, und ich trinke. Oh ja, ich muss noch die Trinkflasche einpacken, das muss ich noch. Könnt ihr mir noch zuschauen? Ich mache das jetzt noch schnell. Dort ist der Kühlschrank. Schnell, 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 schnell. Wir nehmen hier ein Vitamin. Water. Dieses Vitamin Water. Defense, Vitamin C und Zink. Himbeerapfel. Ich habe das bekommen am Bahnhof. Es hat Kalorien. Es hat aber nicht so viel, es hat 43 Kalorien, diese Flasche, und ich werde sie noch verdünnen mit Wasser und werde, ja, das mache ich dann nachher noch schnell. Ich habe schon mal verdünnt, und ich kann nochmals verdünnen und werde dann auch trinken. Das ist das Wichtigste, dass ich es trinke. Also bis später. Ich bin bereit und warte auf meinen Chauffeur. Es geht ins Schwimmbad. Ich freue mich. Es ist sowas von heiß. Ich gehe bald nach Hause und schließe dann am Nachmittag das Video ab. Oder morgen. Ich muss noch schauen. Aber es ist so heiß und das Bad ist voll. Ich kann es euch nicht zeigen. Die Liegen sind all besetzt. Und es ist erst seit einer Stunde offen, oder nicht einmal. Seit 45 Minuten ist es offen. Und ich gehe in 20 Minuten gehe ich langsam nach unten, und dann werde ich abgeholt. Und ich bin voll im Schatten, ich ertrage es nicht in der Sonne. Es ist viel zu heiß, viel zu heiß. Boah, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin ja gewohnt an Sonne, aber es ist wirklich sehr heiß. Es war heiß im Schwimmbad, ich habe es fast nicht ausgehalten und sitze jetzt in dieser Hitze noch im Garten bei uns, hinter mir der Oleander. Ich möchte eine Themenansage für das nächste Video machen und hoffe, ihr schaltet auch ein. Das Thema heißt Laxantien, Laxantienmissbrauch. Ich erzähle meine Geschichte mit den Laxantien und die Gefahren von Laxantien, was es für Gefahren gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr gerne über Daumen nach oben freuen, einen Kommentar dazu. Ich beantworte jeden, und ein Abonnement. Ich brauche es dringend, damit ich weiterkomme. Es ist gratis und kostet euch nichts, und mir bedeutet es so viel.
danke euch und wünsche euch eine ganz gute Woche. Ich melde mich so schnellstmöglich. Habt euch lieb, eure Franziska. Vielen Dank.